Moin moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Genau, lauft mal schön langsam. An diesem, naja, doch schönen Morgen. Ich würde gerade sagen mit 25 Grad. Nein, mit minus 31 Grad in der Kältewelle. So, reicht, weiter geht's. Ja. Wir haben in letzter Zeit ja... Ich will jetzt nicht sagen, die beste Zeit gehabt. Da ist es ja eigentlich ganz gut angenehm. Aber wir müssten mal überall etwas Wärme reinbringen. Hier sollten zwei rein. Da kommt einer hin. Weil, wie es hier oben schon steht, unsere Dorfbewohner leiden ja unter Kälte. Eins, zwei, drei. Mein Gott, den Kartenraum hier, eigentlich brauchen wir den nicht. Also aktuell ist der eigentlich total unnütz. So, aber... Da ist die Maus. Da 25 Grad, naja, da könnte noch ein bisschen mehr sein, aber da gibt's ja auch irgendwo, nee, das wollen wir nicht, das ist so eine Möbelfackel, Wandfackeleisen, genau. Das soll ja ein bisschen hübsch aussehen. Und die haben ja immerhin auch eine Wärmeabgabe. Pack zwei Fackeln hin und gut ist. So. Wir haben Buttercup. Wir haben viele Kühe, kann das sein? Das Tier, das ist hungrig. Das ist nur mal so. Ich weiß nicht warum, aber ja. So, bei den Kühen ist es jetzt ganz einfach so, dass wir roh... Mein Gott, 11 Milch ist jetzt nicht so viel. Aber, naja. Wenn man jetzt hier mal reinschaut, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kühe. Bin ich der Meinung, ist ein bisschen viel. Buttercup kann weg. Precious, ja. Mein Gott, warten wir kurz mal. Preschätze ist weiblich. Nein, wir haben zwei unterschiedliche Kuh und Ochse. Kältewelle ist vorüber. Perfekt. Genau. Man sieht ja hier, langsam wird's. Ups. Ein bisschen voll. So, wir haben 1, 2, 3, 4 Ziegen. Gut. Trainiert 0. Trainiert 0. Und jetzt rennen sie alle weg hier. Hey, bleib hier. Trainiert 0. Ja. Sieht natürlich noch nicht so gut aus. Können eigentlich unsere Tiere jetzt... Nein, kann noch keiner transportieren. So, gut. Genau, also
Die erste Kältewelle ist rum, alles gut. Was haben wir eigentlich hier? Gerste. Könnte man ja ernten, ne? Nein. Dabei ist das sprichwörtlich eine Wintergerste. So, aber am Ende ist es so, wir brauchen mehr Siedler. Und da ist die Frage, wie kommen wir an mehr Siedler? Stabilitätssetzung. Super. Ganz ehrlich, diese Trophäe will ich nie. Auch diese will ich eigentlich am liebsten gar nicht mehr sehen. Naja. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, mit mehr Betten und... Naja, ein Fluss ist ja nur schon genug. Sollten über kurz oder lang mehr Siedler kommen. Und die müssen einfach nur im Kampf überleben. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Im Übrigen, wenn wir das schon so schön hier haben, also die Fallen da, wo ich ja durch euch drauf gebracht wurde, dann sollten wir auch diesen Weg hier schon pflastern, wie wir gesehen haben. Und wir sollten irgendwo gucken, Fehlfunktion einer Falle, ja. 10 Punkte. Vielleicht auch mal ein paar Zweige uns holen. Weil wir haben hier genug Bäume. Also das sind ja keine angepflanzten von uns. Zack. Und auch hier sind Zweige drin. Nee, jetzt schon was gebaut davon? Ja, hier. Ja. Doch nicht, sah so aus. Naja. Kann halt nicht alles, ne? So, was ist denn hier, habe ich gesehen. Ach ja, Bolz. Die Siedler sind erstmal nicht mehr so schlecht gelaunt. Ja. Die sind nur noch erschöpft. Das ist aus meiner Sicht schon mal ein super Ding. Mal räuspern und jetzt dann noch was trinken. Vegetarisches Abendessen und was bringt's? Gar nichts. Na ja, gut, ich will nicht drüber meckern. So, dann schauen wir mal, was ist denn nicht hier? Noch lange nicht alles ausgehoben. Liegt natürlich daran, dass... Genau. Quina hier jede Menge zu tun hat. Wie kalt ist das eigentlich da drin? -1 Grad.
Das ist ja perfekt. Da drin ist noch ein bisschen zu kalt. Also Essen haben wir auch genug. Eigentlich top. Ich frage mich bloß gerade, was die von Brennstoff auffüllen. Die nehmen Holz. Na, Dagobert. Ah, ja. Gut, okay. Die wissen aber schon, dass wir nicht mehr viel Holz haben. Also nicht wundern, ich schlage hier absichtlich nicht alles, damit sich wieder neue Bäume entwickeln können. Irgendwann kommt ja dann mal wieder einer dazu und dann wächst es wieder nach. Ich glaube, sowas nennt man nachhaltige Forstwirtschaft. Irgendwie so ähnlich. Zack, das kann weg. Oh, das macht mir jetzt schon ein bisschen Sorgen hier. Und nicht genug Ressourcen ist immer gut. Zumindest auf dem Scheiterhaufen. Dann doch lieber das anfertigen auf 2, weil ne? Irgendwann möchte ich dann doch noch das hier haben. Kalksteinblöcke. Denn wir haben 15.000 Kalkstein. Also genug haben wir, von daher können die das auch nutzen. So. Mal so als kleine Frage. Wenn ich jetzt das hier aufreißen würde, laufen die Tiere dann immer noch hier, auch bis hierhin und fressen das alles? Aha. Das ist wieder was zum Kompost geworden. Weil das überlege ich natürlich noch. Da ist dann mehr Platz und ja. Nebenbei. Gut, ich sehe schon, nein, ist nicht passiert. Mal gucken, was bei einem Rotwild rauskommt. Halt, da, nein, auch da nicht, da. Tierhaltung. Also wir brauchen ja einen, der sich nur darum kümmert. Jo, dann mach du das mal. Man sagt es und Jordan oh, jetzt macht er was. Fehlgeschlagen, oh, Erfolg. Wow. So langsam wird das ja was. Ja gut, fehlgeschlagen. Erfolgreich. Langsam wird das was. Ich glaube, am Ende geht es wirklich in die Richtung, dass jeder seinen Beruf hat. Ja gut, dass Jordan jetzt kalt ist, ist klar. Quine auch. Wie weit ist die jetzt eigentlich da unten? So, zum Ende können wir das ja mal schauen.
Jetzt weiß ich, wo unser Holz hingeht. Aber was mal viel interessanter wäre, gibt es hier auf der Karte Kohle? Kalkstein, Kalkstein. Hier gäbe es Kohle. Ja, ich weiß, das ist weit weg. Aber ein bisschen Kohle könnten die ja eventuell mal holen. Quine, komm mal her. Hau mal das hier weg. Und wir schauen da ganz einfach mal zu. Läuft ganz schön weit, ne? Es ist 18 Uhr, das heißt, ich gehe dann schlafen. Ach ja. Leiden unter der Kälte. Mann, Mann, Mann. Final, du darfst jetzt mal nach Hause gehen. Nein. Oh, sie haut jetzt hier wirklich alles weg. Mit viel Glück nimmt sie noch die Kohle mit und wir haben für das nächste Mal noch ein bisschen Kohle. So viel zum Glück. So viel zum Zwang. Gut, das heißt, wir haben die Orientierung verloren. Nein, wir haben Kohle. Bedeutet, uns dürfte das Holz irgendwann nicht mehr so schnell ausgehen und wir können besser heizen. Ob das alles so funktioniert, schauen wir ganz einfach beim nächsten Mal. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.